machen wir was ganz Besonderes. Nämlich einen Vlog. Und ja, wir nehmen beide gleichzeitig auf. Ja, schaut mal auf Alpha Joel vorbei, falls ihr den gleichen Vlog, im Moment. Ja, falls ihr den gleichen Vlog aus den aus einer anderen Perspektive sehen wollt. Und hier ist ein bisschen zu hell, lass mal wieder Und wir machen auch ein Video noch, wenn wir eine Stadt fertig haben, die ein bisschen größer wird. Ja, so ein Jahr werden wir daran arbeiten vielleicht. Nein, noch nicht mal ein Jahr. Wir sind Pros im Bauen. Ja. Eine Woche fertig. Über die ganze Welt. Nicht, wenn wir jeden. Nicht mal die ganze Welt, das ist viel zu riesig. Aber wir versuchen richtig viel zu bauen. Wisst ihr überhaupt schon, was sie meint? Wir bauen eine moderne Stadt in Minecraft. Ja. Ich baue im Moment, also ich baue als erstes ein Arbeitsbüro, also so ganz viele Büros in ein Gebäude. Und er baut erstmal so kleinere Häuser. Ich baue kleine Häuser. Normal. Also die Inneneinrichtung wird mehr der Joel machen, weil ich bin nicht so der Pro in Inneneinrichtung. Da bin ich eher der Pro, aber... Ja. Äußerlich, da bin ich eher besser, oder? Ja. Aber die Fenster lass mich dann auch bestimmen, oder? Ja. Und das passt. Das muss nämlich zur Inneneinrichtung passen. Ja. Und wir machen auch dort eine Baustelle, bauen wir dort. Aber das Arbeits... Also, wo die Büros reinkommen, das baue ich, das Gebäude, weil Mikey hat nicht so eine Ahnung, wie ich das machen will. Ja. Und, ja. Und, wir werden eine Baustelle bauen. Aber das aus Ziegeln. Ja. Aus Ziegeln. Als, haben wir schon gesagt, welches Game das ist? Ja. Minecraft. Ja. Und wird der Kran, das wird halt so eine ein Glasschlauch oder so sein. Ja. Und da drin... Wir können auch so ein Labor bauen, Meckes und Polizeistationen, Krankenhaus, alles. Und Stadion. Aber wenn wir Autos bauen, ne, dann müssen die mega heftig riesig sein. Nein. Wie willst du die denn bauen? Egal. Einen schwarzen Block, der Reifen. Und noch ein Knopf da dran. Und das dann alle vier und dann noch nur noch diese Bretter. Hier ist so ein kleiner Wald, da wollen wir nämlich gleich reingehen. Guck, dann machen so Blätter da drüber über die Reifen. Ja. Also. Blätter? Die Stufen. Stufen? Ja, Stufen. Zwischen den Reifen auch nochmal. Diese Lenkung muss ja auch noch stimmen. Und dann macht man nochmal ein bisschen höher, da wo die Motorhaube ist. Und dann geht mit Treppen erstmal so hoch. Dann kommt ein Glasblock dahin, dass man da durchgucken kann. Also Frontscheibe kommen dann Glasblöcke hin und dann kommt wieder das Dach mit Stufen und dann geht es wieder hinten runter. Okay, alles gut. Wir gehen dann jetzt hier in diesen kleinen Wald hier aber rein. Aber der ist so gruselig. Wir haben letztens einen mit der Eisenstange gesehen, der wollte noch... Oha, ja. Oder okay. Weiß noch der Besoffene da? Oha, okay, wir sind jetzt dann gleich beim Blätter. Warte, warte, wir sind jetzt halt... Alter, da hinten ist ein Auto! Ey, lass das mal raus. Oh mein Gott! Alter, ein Audi! Oh mein Gott, das ist ein Auto. Hurra! Hat der alle Räder? Ja! Aber eine Pedale fehlt! So scheißegal. Leute, bester, das ist Audi A8, Leute. Nein, das ist nicht Audi. Ich weiß, ich sag das nur so. Ey, die Lenkung ist Schrott. Ja. Egal. Ey, wir können das reparieren. Ja, das und dauert. Dieses Teil dann verkaufen. Dann müssen wir auch erstmal sauber machen. Ja, aber lass das heute nicht machen, lass das ein anderes Mal holen. Wer wird aber das schon mitnehmen? Lass das schon mal da irgendwo hin. Nee, lass das hier, weil hier geht kaum jemand hin, weil hier so viel Gestrüpp ist. Lass den mal um, denn ja, dreh den mal um. Die Lenkung kann ich direkt wieder gut machen. Ja, ich glaube. Brauchst du jetzt nicht machen. Doch, ich mach das jetzt schon mal lieber. Okay, er macht das jetzt schon mal. Wir sehen uns dann gleich, wenn er es geschafft hat. Du kannst ja meine Kamera so lange halten. Ja. Bis gleich. Leute. Ein Audi? Ja, ein Audi. Ein richtig geiler Audi. Wir haben gerade repariert. Und wir haben, also wir haben jetzt gerade hier die Lenkung wieder heile gemacht. Also ich war das. Also man konnte das jetzt doch leicht verbiegen. Sorry Leute, in Mike's Vlog meinte ich das jetzt, weil ich kann jetzt keinen Vlog mehr starten. Meine Kamera ist irgendwie im Arsch. Dann machen wir einfach bei Mike weiter. Ja. Mal gucken, ob die Lenkung jetzt funktioniert. Dreh mal um. Wo ist mein Beutel eigentlich? Ah ja, der ist schon da hinten. Ups, falsch rum.
Da hinten. Wieso hast du das wieder ausgemacht? Bäh! Find du mal. Nein, ich weiß ja, wie das geht. Bra! Nur das Teil muss ja auch drehen. Oh. Das Lenkrad darf nicht auf dem Boden stehen, ist das Ding. Warte, ich mach's jetzt kurz rein. Jetzt drehen, müssen wir es einmal drehen. Ja, so seitlich, seitlich, nein. Seitlich. Nein, so ist okay. Also die Lenkung haben wir immer noch nicht. Das müssen wir dann mal mit dem Schraubenzieher machen. Ja, also wir lassen das dann einfach mal hier. Wir gehen dann weiter rein. Warte mal. Wir gehen dann jetzt rein. Leute, wir gehen jetzt hier rein. Leute, wir holen jetzt mal Werkzeuge und ja. Machen das dann. Wow. Und dann verlosen, könnten wir das ja auch verlosen. Ja, unter den Zuschauern. Aber wir lackieren das in lila. Also der Treffpunkt ist dann halt hier in Dortmund-Nette, ne? Nein, die sollen das dann von uns zu Hause an. Ja, mancher, hier in Dortmund-Nette. Aber wir sagen jetzt noch nicht unsere Adresse, wenn ja. Dann schreiben wir das über Instagram. Ja, Instagram. Also mein Instagram-Name heißt... Wir färben das Auto in lila und ich habe nämlich noch eine lila Graffiti-Dose. Mein Name... Und da, der Lack hier sieht nicht mehr so gut aus. Ja, mein Name auf Instagram heißt CreeperCreepMicky. Ja. Und meiner heißt ReicherJoel ohne T. Also Reicher. Joel ist reich. Reicher Joel, so. Wir gehen dann jetzt hier weiter. Ich komm, wir gehen mal erstmal auf die andere Seite. Alles zugewachsen. Dun, 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 dun. Würden wir jetzt schon so eine Sprühdose finden, dass wir schon mal den Umriss lackieren? Ja, können. Aber weil es, wenn es nicht wieder ist. Ich habe es beim Regen gepfiffen. Dann nimm mir die Farbe, die ist. Okay. Aber wir haben keinen Lack. Ja, dann kaufe ich mir die. Ich filme jetzt mal den Weg. Wo wir hergehen. Boah, lass mal da hingehen. Vielleicht ist hier irgendwas versteckt. Nee, leider nicht. Scheiße, jetzt habe ich mal... Also Joel wurde teils mit Messer bedroht, aber... Ich war auch dabei. Ja. Und wir haben jetzt was mit der Polizei zu tun, ne? Und da vorne Polizei, ne? Ja. Warte, erstmal sage ich unser. Wir müssen mit der Polizei sprechen, weil. Also du noch. Ja, ich muss noch mein mit der Polizei. Auch, weil er auch. Ja, weil ich Zeuge weil bin, weil ich direkt dabei war. Mein Und Bruder? die behaupteten, die Jugendlichen, dass wir Hurensohn haben wir aber nicht. Joel wollte nur, dass die von seinem Fahrrad runtergehen und wenn sie es beschädigen, dass er die Polizei ruft. Wegen Sachbeschädigung. Okay, Leute, mehr ist hier leider nicht. Ja. Also, wir kamen hier vorhin in den Hansenbahnpark rein. Plötzlich stand da die Polizei. Wir haben nichts gecheckt erstmal. Und dann meinten die irgendwie... dass da der da hinkommt. Aber wir haben so einen Stein nur gesehen, aber haben nicht gecheckt, dass der da neu ist oder so, weil der war so riesig. Wer kann den so tragen und da hinpacken? Ja. Deswegen haben wir... Ja. Ja. Dann haben wir nicht gecheckt, dass so ein Stein liegt. Dann meint die ganze Zeit, woher kommt der und so. Und ja. Und das war's, was ich mit dem Block von ja. Mike. Dann... Also lasst mal 2 Daumen hoch da, falls ihr den nächsten richtigen Doppelvlog seht. Aus 2 verschiedenen Perspektiven. Ja. Ja. Ich würde da mal sagen, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Und tschüss. Bis dann. Hallo Leute, wir wollten noch ein paar YouTuber grüßen, die uns so zu YouTube inspiriert haben. Es sind einmal Revinzeit, einmal Paluten, John Let's Play. Concrafter, Dr. Banks und dann noch Logo. Yep. Für den erstelle ich noch gerade noch so ein
Intro, er hat nämlich keins. Logo, wenn du das siehst. Das wird er, glaube ich, nicht sehen. Dann schreib mal in die Kommentare, ob du das, also, ob dir das Video, also, ob dir das Intro gefallen hat, das ich dir dann über Instagram schicken werde. Und schreib mir mal bitte eine Autogrammkarte. Habe ich dir auch über Instagram geschickt. Mir auch, bitte. Ich feiere deine Videos mega. Ja. Okay. Wir sehen uns dann im nächsten Video.